Willkommen zurück, Winter Survival. Wir machen hier in der Mini-Story, wie sie bisher existiert in der Early Access, mal weiter. Der Bär hat uns letztes Mal hier runterstürzen lassen. Ihr wisst das noch, als wir aus der Höhle entkommen sind. Wir sind immer noch auf der Suche nach Mike. Die anderen Kollegen haben wir auch verloren. Im Inventar haben wir jetzt ein paar Sachen, die habe ich hier eben aus der Kiste genommen. Wir frieren uns den Arsch ab. Die waren hier drinne. Allerdings ist unsere Kantine irgendwie nicht mehr da. Also unsere Wasserflasche ist nicht mehr da. Weiß ich auch nicht. Ja. Gut, wir haben noch unser, wie war denn das, Light, Flashlight. Und jetzt sollen wir hier sind heiße Quellen hinter und sollen das hier aufbrechen. Wir haben auch im Inventar Lockpicks. Die waren in der Kiste drin. Wo ist denn hier All? Fuel? Ne, All. Hier, aber ich weiß nicht, wie wir die benutzen. Rechte Maustaste Use. Aber wenn ich rechte Maustaste drücke, passiert nichts. Ich krieg die auch nicht auf die Schnellleiste gezogen hier irgendwie. Ist das jetzt immer schon hier buggy-mäßig drin oder wie? Linke Maustaste ist Drag. Ja, ist klar, mit zum Draggen hier, aber es geht nicht. Drop war weg, ne? Hatten wir ja festgestellt. Wir sollen jetzt hier rein. Seems. Ja, vielleicht sollen wir doch noch was anderes finden. Gucken wir mal hier. Vielleicht doch nicht mit den Dingern. Weil wir haben jetzt wieder neue Waypoints. Dann gucken wir mal weiter. Viel Spaß. Wir frieren, wir frieren. Wir haben minus 6 Grad. Aber die minus 6 Körpertemperatur kann es ja nicht sein, logischerweise. Ne? Aber ich weiß nicht, was die hier anzeigen soll. Aber schon wieder Wölfe, ey. Oh, hier fährt schon. Sprinting ist laut, ja. Rotate to Focus, ja, da hängt einer. Ist das unser Mike oder wer anders? He's dead. He's dead. Ja, hängt schon eine Weile, wie es aussieht. Batterie sparen. Don't think about it. Just go. Nicht drüber nachdenken. Weiterlaufen. Nein! Haben wir irgendwas zum Schlagen? Nee. Er hätte uns eh eigentlich schnüffeln müssen. Kommt auch nicht hinterher. Das ist halt ein bisschen schade eigentlich, aber vielleicht kommt das noch. Sie müssten dich ja theoretisch weiterverfolgen. In dem Fall jetzt gut für uns, weil wir nichts zum Verteidigen haben. Unsere Hilfe ist zur Hälfte runter da unten. Aber eigentlich, ne? Sind das hier heißen Quellen? Ja. Nee. Endlich, sagt er. Aber die Temperatur steigt nicht da unten rechts. Ich muss. Das tut doch jetzt, wenn ich da drinnen stehe. Jetzt wieder auf jeden Fall ein Grünpfeil nach oben. Aber mehr als 9. Wert 9 ist jetzt nicht passiert. Strange. Sind diese heißen Quellen. Ach, wir sollen da rein. Ah, jetzt stehen wir dazwischen, okay? Oh, no. No, no, no. Run! Run! Sprinten! Ausdauer da unten geht mir nichts weg. Guck ich gerade. Wir haben schon mal keinen, bisher jedenfalls keinen separaten Ausdauerbalken. Oh, mein Bein. Wo sind unsere Beine? Ich muss mich drum kümmern. Wir müssen in die Hütte rein, sollen wir mal checken. Kommen wir hier hoch? Balancieren?
Nee. Wir glitschen auch durch, auch liebe Entwickler. Macht doch das. Das hat so viel Potenzial, finde ich. Aber ja, es ist Early Access. Wie immer. Also es wird sicherlich gefixt, dass wir auf jeden Fall nicht mehr durch Bäume glitschen. Welche durchlaufen, oder was? Ja. Das darf nicht sein, Leute. Hold Pick bringt uns Large Branch und Branch. Lange und kurze Stöcke. Und unser Gewicht war hier 17, ja. Vielleicht können wir da ein bisschen Feuer mitmachen. Heilige Scheiße, der ist ja abgefressen. Ist das ein Geist? What the fuck is wrong with me? Was stimmt mit mir nicht? Ich höre schon wieder irgendwas knurren. Können wir auch nicht hier drüber springen, doch. Das wäre es jetzt gewesen. Nicht laut sein gibt es heute auch noch leider Gottes sowas. Selbst 2024. So in die Hütte erstmal checken, ne? Aber sichern Sie erst den Außenbereich. Alles gefroren. Da steht er. Da auch. Da auch. Drei Wölfe, das waren die eben. Flashlight, hier haben eine Truhe, ein Bett und ein Kamin. Oh, geil. Eine Drying Line, also eine Wäsche trocknen. Spielzeug. Was haben wir hier drin? Soaked Bandage, ja geil. Das heißt auch gleich ein neues Rezept. Ein Leg Stabilizer. Okay, für unser Bein eine Schiene. Darum sollten wir uns ja jetzt kümmern. In der Truhe haben wir nochmal Bohnen. Wir müssen noch was essen. Fiber. Und ein Seil. Die Leiter ist kaputt. Hier oben drauf ist auch nochmal eine Kiste. Status. Wir sind jetzt da unten, haben eine Hütte, ein Symbol, ne? Mit einer Sonne drauf. Kriegen wir denn den Ofen hier irgendwie an? Bottle. Hier. Shelter Fire Pit. Ja. Ah, hier können wir auch saven. Geil. Aber wie? Das ist ein Maus-Symbol hier. Super. Aber geht das beim... Boah, das funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. Ich würde ja hier ein Fuel reinlegen. Vielleicht sollen wir müssen erstmal den Leg Stabilizer bestimmt benutzen. Das ist schlecht auf Reihenfolge programmiert, schätze ich mal. Rechts ist benutzen. Much better. Still, this cold die Kälte ist killing me. Jetzt können wir das bestimmt machen. Basic Campfire haben wir. Proper Campfire. Da haben wir ein paar Campfires. Und Fire Cover. Jetzt haben wir auch so einen kleinen Unterstand. Softwood Longshank. Ist noch Brennholz. So, jetzt können wir hier auch safen wahrscheinlich. E is use. Pack mal rein hier. Für 5 Minuten. Und wie war splitten? Konnten wir splitten? Ne, nur drag und use. Add, remove, close. Mal mit der anderen Taste irgendwas machen? Ne. Ich würde das gerne mal splitten. Ah, jetzt zieht er nur einen drauf. Okay. Ich würde gerne alle jetzt nehmen. Rechtsklick. Rechtsklick macht das so. Okay, lassen wir mal. Light up. In der Feuertool. Joel. I hope you found Mike. Joel, ich hoffe, dass du Mike gefunden hast. Ich kann aber nicht nach ihnen schauen gerade. Ich bin zu müde. So, wie können wir jetzt safen hier? So, soll das mittlere Maustaste sein? Ja, ne? Passiert aber auch nichts. Wir wärmen uns jetzt hier auf.
Rechte Maustaste, linke Maustaste, passiert hier nichts. Oder heißt das, dass das automatisch gesaved wird, immer am Feuer? Oder sollen wir das hier machen? Nee. Load. Go to the hand. Prolog. Nee, wir haben noch keinen neuen. Sleep saves. Prolog Checkpoints. Haben wir noch nicht. Wie funktioniert das nicht? Go to sleep. Vielleicht kommt das alles noch. Ist noch nicht frei, wie es scheint. Okay, was haben wir hier noch? Vor mal schlafen. Leaky can. Verrostete alte Dose. Ein Kessel. Das lassen wir erstmal hier stehen. Alte Pfanne und so. Nice. Können wir jetzt was essen? Beans. Rechtsklick. Mal eine essen, ja. Müsste der Apfel da unten, unser Hungersymbol, ein bisschen besser werden. Aber auch nicht viel, ne? Wir hauen uns noch mal eine rein hier, oder? Vom schönen Essen. Mhm. So, dann schlafen wir mal eine Runde. This fucking trip. Woodcutter's Bad. Trauma. 100%. Ach, das soll unser Gehirn sein und nicht unsere Lungen, schätze ich mal, logischerweise, ne? Set Sleep Time. Okay. 7 Stunden. Es ist nachts, wie es aussieht. Wie setzen wir denn das? Wir können hier gerade nichts drehen. Und hier lassen sich auch nicht die Symbole klicken. General Sleep Time. Trauma. Mit dem Pfeil, Rechtsklick. Den irgendwie drehen, Mausrad. Nein. WASD. Nein, ist bestimmt fertig gemacht. Ja, schlafen wir mal die 7 Stunden. Trauma. Jeder Debuff. Mhm. Wir haben 100% Trauma. Unglaubliche Triggers. Ne? So noch rauskriegen, was das für Folgen hat. Unglaubliche Schwächen und so. Die linke Seite, responsible for adaptation disorders. Die rechte Seite, requiring selection of a new symptom. Fordert, ja, müssen wir mal rauskriegen, was das jetzt für Folgen hat. Symptome, after the survival dynamics. Choose a negative. Achso, wir müssen jetzt ein negativ Perk. Wir sollen weise ein negatives Perk aussuchen. As its effects persist permanently. Okay. Halluzination war schon mal eins, was wir eben hatten, daher auch der Hirsch. Was, können wir das schon nehmen hier? Perception Fatigue. Psychose. Das ist noch nicht so ganz verstanden. Also wir sollen uns jetzt auf jeden Fall einen negativen Effekt auswählen. Desorientierung. Halluzination. Throw a rock, snowball or approach objects to distinguish illusion from reality.
Aggressive Tiere wie Wölfe oder Schweinchen könnten auch als Halluzination auftauchen. Nun, wir kriegen es dann erst mit. Making hunting more challenging. Also es macht das Jagen natürlich schwerer, weil du dann auf einmal vielleicht eine Hallo siehst. Schmeißen Stein, Schneeball oder erreiche Tiere to distinguish illusion from reality, ja. Fear of the graves. Die Angst. Fear the presence of the afterlife, which causes an energy draining. Wir nehmen mal das hier unten, hier, was hier noch. Was hier gerade ausgewählt ist. Psychosis, Halluzination. Wir müssen uns dann um uns kümmern. Und wenn du es nicht tust, wird es immer schlimmer. Den Hallus. Okay, wir nehmen das mal. Ah, das haben wir jetzt schon. Jetzt muss man uns noch eins aussuchen, oder wie? Ich geht jetzt nicht weiter. Perception Fatigue. Nicht aggressive Tiere tauchen auch als Hallus auf. Macht das Jagen schwerer. Wir nehmen mal das. Oh, nee. Doch. Wir nehmen das mal. Choose wisely. Jetzt können wir saven. I better go back and get my stuff. I hope it's in one piece. So, saving the game. Progress can only be saved manually using your bed, campfires or sleeping bags. Okay, Schlafsäcke, Feuer und Betten. The game uses checkpoints, saves in specific situations only. Also, und dann macht das Game automatisch an irgendwelchen bestimmten Punkten nochmal. Die auch noch nicht. Warum klickt er es nicht an? Ich weiß es nicht. Oh Gott, okay. Wir sollen zurück unseren Scheiß holen, hat er gesagt. Müssen wir jetzt wieder zurück in die Höhle? So, können wir das jetzt hier safen am Feuer? Ja, mittlere Maustaste und unten kommt das Icon unten rechts, okay. Sollten wir ja logischerweise jetzt hier als Laden haben. All Saves, dann müsste es ja auch da sein. Lost and Found, Prolog, ja. Ah, es ist das. Checkpoints. Okay. Retrieve your gear. Das müssen wir wieder zurück, wie es aussieht. Auch raus in die Kälte. So, dass hier unsere Base wäre. Weil können wir schon einen Speer craften oder sowas? Sag mal, wir haben ja kein Messer und nichts, ne? Was haben wir denn hier? Ist hier keine Beschreibung drüber? Tools, doch, da oben. Das ist aber unser Inventar. Crafting. Self-Crafting. Eine Beinschiene aus langen Ästen und Dings können wir machen. Ah, da kommen wir jetzt bestimmt erst noch rein, ne? Health-Kram, da gehört das auch mit zu. Bandages. Das ist für Feuer und so. Werkzeuge, eine Fackel. Das ist basemäßig. Kochen. Ne, haben wir hier gerade irgendwie noch nicht. Ich hätte gerne einen Speer oder sowas. Gut, das machst du an den Werkbänken wahrscheinlich. Naja, wir gucken einfach mal. 100 Meter zurück. Hier kommen wir nicht mehr drüber über die Schlucht. Die Wölfe sind weg. Dann sieht es so aus, als müssen wir hier hinten den Umweg nehmen. Folgen mal dem Weg hier. Bear tracks. Bärspuren. Oh. Footprints next und Fußspuren. It doesn't look good. I have to check it out. Kein gutes Zeichen. Press Q to focus in your instincts. Das muss. Ah. Muss das wieder ausschalten? Ja. Die Batterie auch fast leer. Wir haben die Taschenlampe gar nicht groß benutzt, eh. Da kommst du.
Hier könnten wir jetzt schon langlaufen. Was machen wir? Aber hier ist auch was. Das ist ein Reh. Hier ist weiter Blut und Fußspuren. Oh oh. It just keeps getting worse. Guck mal, schlimmer. Okay. Ich hoffe, die Männer sind in Ordnung, die Leute. Aufwärmen. Sag mal, 12,9. Was soll das sein für ein Wert, ey? Also Grad Celsius könnte es nicht sein. Fahrenheit auch nicht. Truhe. Haben wir nochmal Seile? Smetter Scraps, Bohnen. Oh, eine Kippe. Sind wir Raucher hier in-game? Ich weiß es nicht. Das ist hier die Schlucht. Wo sind wir hergekommen? Da geht eine Hängebrücke drüber. Haben wir eine Map schon? Noch nicht. Ja, wir müssen erstmal unsere Trinkflaschen und alles holen, Leute. Small Plus Salzkristalle. Schwer? Eins. Ja. Nicht so, so leicht das Zeug. Musi fehlt, müssen wir am nächsten Mal müssen dran denken. Muss mal was reinbauen. So, was wird da jetzt hier? Will hier irgendwas gucken? Aber so ein Lost and Found, retrieve your gear. Tipp: Survival Instincts can help. Ich will mal gucken, wenn wir den aktivieren. Geht hier irgendwas runter und irgendwas werten? Nee, ne? Was ist mit dem Busch? Ah, Blueberries. Survival Instinct. Haben wir jetzt Blueberries? Ja. Eat. Wenn wir jetzt hier draufziehen. Ja. Das typische Beeren sammeln in Survival Games. Ausdauer haben wir nicht, wie es aussieht hier. Oh, to pick Turkey Tail. Das ist also Pilz, Baumrinde oder so, ne? Glaube ich. Ne, Pilze, Mushrooms, ja. Beeren, Blackberry und Blau. There you are. Better be careful. Jetzt hier rüber. Ach, wir haben unseren Rucksack hier verloren. Got it. 200 XP. What is that sound? My walkie-talkie. I just have to follow the noise. Follow the noise? Ich höre nichts vom walkie-talkie. Er hat zwar hier sein Waymarker, was haben wir jetzt im Inventory noch? Ah, hier ist unsere Canton drin. Battery. Eine Bandage haben wir hier noch, die packen wir mal hier noch drauf. Können wir denn, wenn wir mal sagen, hier so ein Large Branch. Nee, wollte gerade sagen, als Stock zum Kloppen geht nicht. Können wir nicht draufziehen. Sehen wir hier Tonsymbole irgendwie? Rockpile, Hold to Pick. Wollen wir denn auf den Open-Modus? The sound's coming from below. Da unten leuchtet schon eine LED. Grün. I guess this rock could be an anchor. Just need to tie a rope around it. Na, wir haben ein Seil, Alter. Oh, jetzt haben wir Schaden genommen. Kletterst du hier hoch? Ja. Alter, was ist denn, wenn wir jetzt die Bandage nutzen? Kriegen wir eine Health? Ja, okay. Und können wir die Bandage craften schon? Da brauchst du Fabric.
Medicinal Herbs oder Alkoholgetränkte. Okay. Oh, wir brauchen 9 Seile. Items required. Doch. You don't have any resources to add. Hä? Wir haben noch ein Seil. Ne, wir hatten ein Seil. Wo ist das denn hin? Ich hätte noch eins genommen. Ist das jetzt nach dem Safen wieder weg? Okay, Crafting. Hier, was brauchen wir dafür? Tall Grass. Strong Flexible Fibers. Zusammengerödelt für Pulling, Trying und Climbing. Also ziehen, klettern. Ist das das hier? Tall Grass. Ja, okay. Ich liebe es, das immer so rauszufinden. Wie viel braucht man davon? New Adaption Level. XP müssen wir gleich nochmal gucken. So, Crafting. 5 Stück braucht man davon. So, dann machen wir Rechtsklick. Ja, wie viel haben wir jetzt? 3 Seile. Wir brauchen 9 oder was? Ja, 3. Achso, der hat die ersten 3 dran gepackt. Jetzt hat er die 3 dran gepackt, die wir gecraftet haben. Jetzt brauchen wir noch 3. Also wir brauchten wirklich insgesamt 9 Stück, um da tatsächlich klettern zu können. Dieses Geräusch, das wir das Funkgerät darstellen. Blueberry Bush. Ornotel Grass. Ich finde gerade nichts, Leute. Blut. Müssen wir nochmal um hier runter. Da ist noch welches. Und ich wollte mal sehen, ob wir den Status irgendwie sehen von unseren Beinen. Gucken wir jetzt nochmal gleich. Jetzt denke ich gerade dran. Alter. Felsen runtergefallen. Wir brauchen nochmal 3 Seile. C für Crafting direkt geht nicht. Rechtsklick ist Crafting. Rechtsklick ist Crafting. Craften wir mal durch. Okay, XP haben wir bekommen. Sehr schön. Da klettern wir jetzt noch runter. Dann sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Folge, Leute. Wenn wir hier wieder hochkommen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie sind eure Meinungen dazu? Danke, Lars, nochmal fürs Kommentar. Ah, hier ist das, wo wir vorhin nicht reinkamen. Wo ich den Lockpick dachte, könnten wir nehmen, um das, die Kette zu knacken. Und hier das mit den Blättern soll uns immer zeigen, dass wir hier klettern können. Okay. Ja, lasst gerne einen Daumen oben da, Leute. Und dann sehen wir uns, wie es dann weitergeht hier. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie weit wir in der Story aktuell fortschreiten können, was wir noch lernen. Bis dahin, euer Master. Okay, let's do another reckless thing. Die Kamera nicht rotieren, während wir hier am Seil hängen. Die Batterie ist alle. Warum ist die Batterie jetzt alle? Battery, das ist die wahrscheinlich schon. Walkie Talkie. Hello, Mike, is that you? Tell me where you are. Mike, where are you? Damn it! But what if? Und da werden wir nächste Folge weitermachen, Leute.